So. Sind wir wieder da? Hallo und herzlich willkommen. Lars wieder an meiner Seite, das ist schön. Wir werden heute wieder eine Frage beantworten. Hast du sie dabei? Genau, wortwörtlich weiß ich nicht, aber jemand hatte gefragt unter einem deiner Videos, da hattest du, glaube ich, was erzählt darüber, dass der Mensch imstande ist, einen Großteil seiner Gene selbst neu zu gestalten. Stichwort Epigenetik. Ja. Viele glauben das gar nicht, dass es das gibt. Ist das was ganz Neues? Sind das neue Forschungen? Na, so ganz neu ist es nicht. Ich glaube, die ist schon 20 oder 30 Jahre alt, kommt aus dem Wissenschaftszweig der Molekularbiologie und heißt tatsächlich Epigenetik. Epigenetik bedeutet noch über den Genen stehend. Okay. Und man hat nämlich herausgefunden, und ich finde es so toll und so tröstend und auch ja, auffordernd, selbst aktiv zu werden, dass jeder von uns tatsächlich seine Gene quasi an- und ausschalten kann. Wir haben ungefähr 25.000 Gene, das weiß man jetzt, sie sind ja alle entschlüsselt. Aber was die wenigsten wissen ist, dass wir diese 25.000 Gene mit unserer Art, wie wir leben, beeinflussen können. Stellen Sie sich einfach mal so einen riesen Mischpult vor mit 25.000 Schaltern. Man geht davon aus, also die Zahlen sind noch nicht klar, aber dass maximal 5-10% dieser Schalter fest sind. Die kann man nicht hoch und runter ziehen. Mhm, man kann die nicht regeln. Ja. Aber 90-95% können wir regeln. Und das ist einfach unglaublich. Und wir regeln sie mit unserer Lebensweise. Wir regeln sie dadurch, dass wir uns bewegen, dass wir gut denken. Und wir regeln sie vor allen Dingen dadurch, wie wir uns ernähren. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr interessant, auch im Hinblick auf die Milchprodukte. Und das ist ganz wichtig, weil ich bin ja absolut kein Anhänger der Tiermilchprodukte. Das wissen Sie wahrscheinlich mittlerweile schon. Ich erachte sie als Nahrungsmittel, die man nicht oder wirklich absolut nur geringst zu sich nehmen sollte. Und es gibt Untersuchungen, die aufzeigen, dass wir in dem Moment, wo wir Milchprodukte zu uns nehmen, dass wir ungefähr 11.000 dieser Gene an- und ausschalten. Und zwar, und jetzt muss man halt aufpassen, was macht Milch oder was sollte Milch machen bei einem Säugetier oder Säugling? Ja, es groß machen, wachsen lassen, damit es halt dann fähig ist, alleine zu leben. Und das macht's, also es aktiviert alle Gene, die Wachstum anregend sind und es hemmt alle Gene, die eben Wachstum hemmen sollen. Und so tut es natürlich auch das gleichermaßen bei bösartigen Zellen. Und deswegen ist nämlich, wird im Moment ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass wahrscheinlich die Tiermilchprodukte durchaus auch mitverantwortlich sind für die Entstehung von Krebskrankheiten. Wo man es sehr deutlich zu sehen scheint, ist jetzt schon bei Brustkrebs, Prostatakrebs und Dickdarmkrebs. Ja. Und das ist wirklich der Forschung auch der Epigenetik zu verdanken, dass wir so Sachen sehen. Und aber das Tolle dabei ist, dass wir wirklich eigentlich unsere gesamte Gesundheit, bis auf so ein paar Ausnahmen, denen wir nicht entweichen können. Da kann ich vielleicht mal ein paar Beispiele für nennen. Die Größe zum Beispiel kann man schlecht an- und ausschalten. Deine Augenfarbe auch nicht. Die Haare nicht, ja. Dass man so und so viele Zähne. Meine Nase auch nicht. Ja, ja, also so Sachen, das sind halt dann die festgelegten Dinge, die nicht änderbar sind, ja. Dass wenn einem ein Arm fehlt irgendwie, dann kann man auch nicht nachwachsen lassen. Aber halt solche Sachen wie, regeneriert sich das System wieder gut, bleiben die Blutgefäße weit, gehen sie zusammen und so weiter. Ja, und vor allen Dingen können wir dafür sorgen, dass die Zellneubildung immer genauso ist, wie sie sein sollte. Weil das ist nämlich auch noch ganz interessant. Der Mensch, bei dem geht innerhalb einer Sekunde, sterben ungefähr 10 Millionen Zellen ab. 10 Millionen Zellen. Eine ganze Menge. Aha. Und was ist, wenn das immer so wäre und wir nicht die wieder aufbauen würden, dann gibt es den Lars ganz schnell nicht mehr. Ja, klar, also das heißt, wir brauchen auch genau wieder so viele, die dann aufgebaut werden. Und dafür brauchen wir das richtige Baumaterial. Und je nachdem, wie gut dieses Baumaterial ist, wird natürlich auch dementsprechend der eine oder andere Schalter aktiviert oder deaktiviert. Ja. Also,
Ihre Gesundheit liegt letzten Endes dann doch in Ihrer Hand. Das Einzige, was wir tun können, wir können Sie informieren, was Sie machen können, um Ihre Gesundheit zu bewahren und was Sie auch machen können, wenn die Gesundheit schon ein bisschen angeknackst ist, welchen Weg Sie gehen können, wieder in die Gesundheit zu kommen. Genau. Das geht, gell? Dann vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Ja, finde ich auch. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben natürlich. Und natürlich auch, wenn Sie den Kanal abonnieren möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.